Grundsätzlich sind solche Geländewagen mit Allradantrieb natürlich keine Sparmeister, genauso wenig wie Sportwagen. Aber wer will, kann trotzdem relativ sparsam unterwegs sein. Was ist möglich? Wie sparsam geht's? Wir haben es ausprobiert mit einem Porsche 911 und Sie werden überrascht sein, was da rausgekommen ist. Porsche, das ist Fahrspaß und Leistung pur. Artgerechte Haltung eines 911er heißt Fahren im Grenzbereich. Nur kann so ein PS-Protz auch sparen, also Leistung an der Zapfsäule zeigen? Wir drehen den Spieß um und wollen wissen, wie wenig geht mit einem 345 PS Sportwagen. Unser Testauto, ein 911 Carrera mit 3,6 Liter Hubraum und Doppelkupplungsgetriebe. Unser Tester, Ex-Rennfahrer Klaus Niezwitz. Unsere unabhängige Testüberwachung übernimmt die Dekra. Die erste und leichteste Aufgabe, volltanken. Laut EU-Normverbrauch schluckt unser Elfer im Schnitt 9,8 Liter vom teuren Super Plus. Schon das kommt uns wenig vor für ein Auto, das immerhin 289 Sachen rennt. Aber geht noch weniger? Wir werden es rausfinden, auf unserer Schleichfahrt unter realen Bedingungen. Nicht im Labor, sondern auf der Straße, mitten im normalen Alltagsverkehr. Doch bevor es losgeht, machen wir dicht. Tankdeckel und Motorhaube werden versiegelt und der Bordcomputer auf Null gesetzt. Erst jetzt geht's auf unsere Teststrecke. Den Löwenanteil legen wir auf der Autobahn zurück. Von der A2 geht es auf die A31 Richtung Emden. Geschwindigkeit immer zwischen 120 und 130 Stundenkilometer. Damit schwimmt der Elfer im Normalverkehr gut mit und wir drücken nicht übertrieben auf die Sparbremse. Klar, richtig Spaß macht das auch unserem Ex-DTM-Piloten nicht. Aber wenn es der Sache dient, geht's eben nicht anders. Denn wer Vollgas mit so einem Auto unterwegs ist, kommt schnell über 15 Liter. Und schon jetzt zeigt sich, dezentes Fahren zahlt sich aus. Rund 7 Liter im Schnitt verbrauchen wir so auf der Autobahn. Da auch ein 911er im Alltag nicht nur gleichmäßig dahinrollt, geht's jetzt auf die 180 Kilometer lange Landstraßenetappe. Nicht gerast, aber auch nicht geschlichen. Auch ein Stadtbesuch darf natürlich nicht fehlen, denn gerade an roten Ampeln und beim Anfahren zieht sich unser Testwagen deutlich mehr Super Plus in die Brennräume. Aber es hilft nicht, auch hier muss er durch. Nach 2 Tagen Ausfahrt mit dem Porsche sind die Aufkleber noch unbeschädigt. Der Bordcomputer meldet, Gesamtfahrzeit 7 Stunden 44 Minuten, 645 gefahrene Kilometer und einen Durchschnittsverbrauch von erstaunlichen 6,7 Litern. Kann nicht sein, den habt ihr doch geschoben, sagen Sie jetzt. Falsch, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei unschiebbaren 86 Kilometern pro Stunde. Dennoch, auch wir messen an der Zapfsäule nach. Für die 645 Kilometer genehmigt sich unser Test-Porsche insgesamt 43,6 Liter. Das sind 6,75 auf 100 Kilometer. Sicherlich empfehlen wir jetzt nicht als erste Sparmaßnahme den Kauf eines 911ers, aber es ist doch mal ganz interessant, wie wenig geht bei einem Auto, das eigentlich alles kann.